Wird mir meine EM-Rente weggenommen, wenn ich eine Weiterbildung oder ein Studium mache? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Mich erreichte auf Rentenbescheid24.de eine ganz interessante Schnellfrage, und zwar zum Thema: Ich beziehe eine dauerhafte, unbefristete Erwerbsminderungsrente. In der Vergangenheit habe ich einen Minijob gemacht, diesen habe ich aufgegeben, ich mache nunmehr eine Weiterbildung zum Buchhalter. Die Weiterbildung findet im Fernkurs zu Hause mit maximal 6 bis 7 Stunden pro Woche statt. Da stellt sich zum Beispiel die Frage: Muss ich die Aufnahme der Weiterbildung der Deutschen Rentenversicherung während meines EM-Rentenbezugs eigentlich melden? Das wird sehr kontrovers diskutiert, aber ich habe dazu eine ganz klare Meinung. Ja, ich muss die Aufnahme, den Beginn dieser Weiterbildungsmaßnahme, wenn ich mich dort weiterbilden lasse, der Deutschen Rentenversicherung mitteilen. Denn hier haben sich Ihre persönlichen Verhältnisse geändert und Sie sind verpflichtet, bei Änderung Ihrer persönlichen Verhältnisse der Deutschen Rentenversicherung das zu melden. Also das machen Sie ja zum Beispiel auch, wenn Sie einen Minijob aufnehmen oder wenn Sie umziehen oder wenn sich Ihre Bankverbindung geändert hat oder wenn Sie zum Beispiel heiraten, das melden Sie auch. Nein, die Deutsche Rentenversicherung wird Ihnen die EM-Rente während dieser Weiterbildung nicht wegnehmen. Denn die Deutsche Rentenversicherung bewertet ja grundsätzlich die Leistungsfähigkeit immer quantitativ, also nach Stunden. Ja? Vergleichbar wie beim Minijob. Wenn ich also einen Minijob mache, neben einer vollen EM-Rente, das wissen wir alle, ist der rentenunschädlich. Die Deutsche Rentenversicherung sagt: Okay, du hast es mir gemeldet, aber daraus entsteht hier kein Nachteil, weil wir gehen davon aus, bei 450 Euro Minijob arbeitest du maximal 15 Stunden in der Woche. Und wenn ich eine Weiterbildung mache von 6 bis 7 Stunden in der Woche, ist das überhaupt gar kein Problem. Genauso auch ein Studium. Wenn Sie das im Fernstudium machen, ist das auch kein Problem. Aber vergessen Sie nicht, wenn Sie ein Studium zum Beispiel machen im Direktstudium, dann zählen auch die Fahrtzeiten mit zu diesen Studienzeiten. Und das kann dann unter Umständen schon ein Problem werden, wenn Sie dann auf einmal nicht mehr 15 Stunden in der Woche arbeiten, sondern eben dann schon 20 Stunden. Dann ist Ihre volle EM-Rente bei einem solchen Direktstudium in Gefahr. Grundsätzlich ändert sich an der Bewertung auch dann nichts, wenn Sie Ihren gewünschten Berufsabschluss haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Buchhalter bin, passiert da nichts. Denn ich habe einen festen Bescheid, einen Bewilligungsbescheid für eine Erwerbsminderungsrente. Und die Deutsche Rentenversicherung hat ja letzten Endes festgestellt, dass Sie aufgrund Ihrer Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage sind, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbsfähig zu sein. Und zwar verwertbar mehr als 3 Stunden pro Tag. Das soll heißen, nur weil Sie jetzt einen neuen Beruf haben, sind Sie nicht wieder erwerbsfähig. Denn dann müsste nämlich die Deutsche Rentenversicherung in der Tat hier ein Überprüfungsverfahren anstreben und auch durchführen und durch Mediziner prüfen lassen, ob auf einmal aufgrund des neuen Berufsabschlusses hier Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. Der allgemeine Arbeitsmarkt erfasst im Erwerbsminderungsrecht de facto alle denkbaren Erwerbstätigkeiten von der Professur bis zur Hilfsarbeitertätigkeit. Und daher gibt es für die Deutsche Rentenversicherung hier auch keine Rosinenpickerei, so nach dem Motto: Ich habe ja einen neuen Beruf, jetzt kannst du wieder voll arbeiten. Das ist Käse. Also das geht nicht. Aber was die Deutsche Rentenversicherung machen kann, die können Sie sozusagen über eine Teilhabeleistung, eine Reha-Leistung versuchen, dass Sie aufgrund des neuen Jobs wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Das heißt also, die können Sie praktisch mit einer Teilhabeleistung, Berufsfindungsleistung, Berufsfindungsreha oder was auch immer man da machen kann, versuchen, dass Sie mit diesem neuen Job oder mit dem neuen Berufsabschluss hier möglicherweise einen Einstieg in ein Arbeitsleben finden können. Das wäre der gangbare Weg, den die Rentenversicherung sicherlich versuchen kann, was sie auch in geeigneten Fällen dann auch tun würde. Das heißt also, wenn sich bei einer Reha-Maßnahme herausstellt, dass Sie in Ihrem neuen Beruf mehr als 3 Stunden arbeiten könnten, verlieren Sie Ihre volle Erwerbsminderungsrente. Dann werden Sie mit Sicherheit eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen. Das ist ein gangbarer Weg,
damit sie wieder in das Berufsleben einsteigen können. Dazu kann sie auch die deutsche Rentenversicherung letzten Endes zwingen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.